Wenn ihr eine Märchenstunde erleben wollt, dann schaltet die Öffentlich-Rechtlichen ein. Wenn nicht, dann bleibt dran. Heute im Kochstudio. Das war ein toller Sprung. Ja, du fettes Arsch. Wollt ihr nicht mal was fressen? Mit den Kopf zu breit. Okay, das ist ein Knast. Ja, die Fresse, du Pisser. Da muss ich ja jetzt wohl die neuen Kackbälle ganz allein in mein Maul schieben. Oh, ist das ein ekliger Scheiß. Väter, bitte, ey, so ein Trotz kriegst du ja Magenprobleme. Nein! Gib uns doch mal einen. Papa, probier mal einen. Lecker. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Neun Kackbälle. Auch mit Hühnerscheiße. Iggy Dodels Frikadellen Reispfanne. So sieht das aus. Wenn ihr wissen wollt, wie es zubereitet wird und wie es geschmeckt hat, dann bleibt dran. Mehr dazu nach dem Intro. Reispfanne Digidodel-Style. Die Zubereitung habt ihr gerade gesehen. Es dampft noch ein wenig. Ein bisschen das Auseinanderfrickeln. Ah, einmal so vorsichtig einen Löffel probieren. Sehr würzig. Ja, das ist ja so ein bisschen so eine Zusammenstellung aus fertigen Sachen mit frischen, das habt ihr ja gesehen. Auch noch mal ein Löffelchen. Das Curry, das kommt so schön da raus. Aber auch die frischen Paprikastückchen, und das ist ja nicht wie bei irgendwelchen Fertigprodukten. Nein, da sind ganze zwei Paprikaschoten drin. Das ist ja hier so. Für vier
normale Menschen oder für zwei Gefräßige, so wie mich, so eine Pfanne. Auch wenn das letzte Video schon ein wenig her ist, geändert hat sich nichts. Jetzt kommt der Speed-Up. Ich esse das auf und danach ziehe ich ein Fazit. Los geht's! Die Frikadellen-Reispfanne, Digidodel-Style. Es war ein Experiment. Ich muss sagen, das werde ich mir nochmal machen. Das hat richtig gut geschmeckt. Das hat Pep gehabt. Ihr habt das ja gesehen in der Zubereitung mit den Gewürzen und der scharfen Soße, die ich ja immer fast überall dran mache. Ja, und es sind ja gar nicht so viele Zutaten dafür nötig. Nur ein bisschen Geduld braucht man dafür. Weil alleine Paprika und Tomaten einkochen, das dauert einiges. Zum Preis. Die Zutaten zusammen haben ungefähr 3,20 Euro gekostet. Das entspricht ungefähr pro Portion, weil ich denke mal, für normale Menschen sind das 4 Portionen 80 Cent. Damit kann man leben. Und es ist auch ein erhöhter Frischeanteil drin. Das war's auch schon wieder von dem Video. Und auch wenn es euch auf die Nerven geht, bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer, bleibt gesund und einen schönen Tag. Hallo! Cut my Joe, na 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 na, cut my Joe, na na na, cut my Joe. Hallo, ich kann man auch so essen. Heute im Kochstudio Digidodels. Heute im Kochstudio Digidodels. Mein Gott, kann man so besoffen oder so blöd sein? Heute im Kochstudio Digidodels Frikadellen Reispfanne. Boah, bin ich wieder am Absaften. Wie so ein fettes Schwein. Ja, ich bin ja fett. Jetzt habe ich überhaupt keinen Text mehr. Mein Gehirn ist leer. Zum Preis. Bleibt gesund und einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.